Gero war so freundlich, mich darauf hinzuweisen, dass man, bevor man etwas tut, doch es lieber zweimal lesen sollte. Ja, das habe ich heute Morgen getan und habe dann festgestellt, dass auch schon in der Beschreibung der zusätzlichen oder der größeren Windentrommeln diese kleinen Nupsis, die hier drauf sind, entfernt werden müssen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, meine Ruderanlage habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Die soll auch noch eingebaut werden. Das Ruder ebenfalls. Ja, und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Schritt hier rüber, durch meine Werft. Ja, gestern habe ich mit Sprühspachtel gearbeitet und dabei merkt man natürlich, wo Ecken und Kanten sind, wo noch, sage ich mal, wirklich gespachtelt werden muss. Heute ist wieder Schleifen angesagt, wird jetzt zum neuen Hobby. Aber insgesamt macht Spaß. Ja, wie man sieht, ich habe das Bugstellruder eingebaut. Und das geht relativ einfach. Wie gesagt, wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil. In dem Sinne.